Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher und hoffentlich gleich mit dem Nameless. Ich hole euch im Ladebildschirm schon mal ab, denn ich habe ein kleines Problem im Spielstand. Schon 3-4 Mal habe ich jetzt probiert, mich einzuloggen, habe dann natürlich immer wieder das Backup eingespielt. Und es passiert bei mir Folgendes, wie wir gleich sehen werden. Was ich noch nicht probiert habe, ist, danach nochmal einzuloggen. Mein Männchen hängt irgendwie, ich weiß nicht, was da los ist. Kurzer Moment, man hört es, glaube ich, im Hintergrund schon. Umgebung wird erstellt. Das hier. Und dann ist bei mir hier Feierabend. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe jetzt gedacht, ich hole euch mal rein, falls ich ein Backup einspielen muss von gestern. Wisst ihr, was ich meine? Dass ihr Bescheid wisst, wie es passiert ist. Weil hier bleibt es irgendwie auch stehen tatsächlich. Ja, was ich jetzt probiere, ist nochmal einzuloggen, ohne das Backup einzuspielen. Und wenn wir Glück haben, landen wir daheim auf dem Schlafsack. Dann hole ich kurz unser Zeug. Da bin ich wieder und ich habe tatsächlich jetzt das Backup eingespielt. Ich kam zwar nochmal ins Spiel rein nach der Aktion gerade, bin auch hier am Schlafsack gespawnt, allerdings waren meine Sachen natürlich weg, wollte ich sie holen und irgendwann nach 5 Minuten habe ich gemerkt, ah, der Rucksack liegt wo ganz anders, ne? Dieses Symbol, das oben angezeigt wird, und ich kam nach 5 Minuten kein Stück näher, also irgendwas hat es da komplett zerschossen. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, dass wir einfach das Backup nehmen von vor der Folge gestern. Jetzt habe ich nur keinen Bock, die gleiche Mission hintereinander zweimal zu zeigen. Das heißt, wir werden jetzt folgendermaßen vorgehen. Ich richte uns her und dann machen wir die Reise ins Ungewisse mit einem kleinen Farmanteil, den ich angekündigt hatte, in die Richtung. Wir wollen ja einmal für ein Streamengebiet finden, wo wir uns ein bisschen was freischalten können an Missionen. Und ich würde gerne in beiden Gebieten den Händler auftun und unterwegs gleich ein bisschen Eisen farmen und solche Geschichten. Wahrscheinlich übernachten wir sogar auswärts. Müssen wir mal gucken. Keine Ahnung, was es war. Sagt mir gerne mal Bescheid, ob ihr sowas auch schon mal gehabt habt und ob es da vielleicht irgendwie noch einen Trick gibt, den ich nicht kenne. Ansonsten bleibt ja nur entweder auf die Sachen verzichten, weil man seinen Rucksack nicht erreicht, oder das Backup einspielen. Ich habe mich fürs Backup entschieden. Wir sehen uns gleich um 4 Uhr Aufmarsch bzw. abmarschbereit und dann sind wir mal gespannt, ob wir heute die Händler finden in den anderen Biomen, was wir in Mats zusammenkriegen. Wir fahren direkt los. Es ist zwar erst 1.18 Uhr, wir sehen noch nicht viel, die Zombies sind schnell, aber ich habe uns jetzt einfach mal hier den Wegpunkt markiert. Ich hole euch gleich hier ab, egal wie viel Uhr es ist. Von da aus ist Neuland und wir gucken mal, ob da eine Straße ins Schneegebiet führt, dass wir mal so anfangen. Unverhofft kommt oft. Ich bin noch nicht mal vorne, hier aber schon was übersehen bzw. was ich vergessen habe. Den nehmen wir natürlich direkt mit, würde ich sagen. Den lassen wir nicht stehen, der gehört zu uns, wirst schon sehen. Hallo? War da nicht gerade? Ah, da kommt sie. Stinkerle hier. Hier. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Zack. Halt, da wollte ich auch mal gleich mal gucken, wenn ich schon drüber laufe. Wo ist denn das jetzt hin? Ey, es verwundert mich immer noch tierisch, was da jetzt gerade passiert war, ne? Oh, schön. Das ist eine Bücherkiste, sah so aus, gell? Hier, da wollte ich immer mal wieder reingucken. Mit den Eiern. Lass mal gucken, was haben wir denn hier? Paket mit zufälligen Büchern, Leute. Schöne Geschichte. Das kennen wir zwar schon. Ich hole mir einfach die Punkte jetzt, oder? Und das haben wir noch nicht zu Boden werfen. Kräftige Angriffe erhöhen die Chance, deinen Gegner zu Boden zu werfen. Der Schlagmann. Glaube, mit dem können wir was anfangen, ne? Schlagmann ist ja so unsers. Komm, fahr mal kurz gemeinsam davor. Jetzt haben ganz viele von euch den Hinweis geschrieben, wenn ich den Rekt zum Beispiel als Händler im Schneebiom finde, habe ich denselben Missionsfortschritt bei dem. Jetzt gucken wir mal, mit ein bisschen Glück haben wir vielleicht im Schneebiom den Rekt und in diesem verwüsteten Biom einen, den wir im Stream freischalten können. Dann haben wir beides, weißt du? Bin gerade tierisch begeistert, wie schön das Schneegebiet bei Nacht ist. Wie hell, wie freundlich. Aber es hat auch jede Menge Viecher hier, ne? Guck mal links drüben, meine Lieben. Ich habe das Gefühl, links drüben könnte eventuell die Wüste sein, ne? Warte mal, rechte Maus, das war's. Da hinten sieht es nach Wüste aus, nach Canyon. Vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwie in Erfahrung gebracht. Ja, indem ich rüberfahre. Ich glaube fast... Ja, guck mal, hier grenzt es an. Ist natürlich die Frage, wie groß sind die Biome? Hat es überhaupt einen Händler in allen Biomen, weißt du? Guck mal, wir fahren hier in die Wüste rein. Dann haben wir das dritte Biom jetzt gefunden. Nee, grün, Schnee, verwüstet. Dann haben wir alles. Da können wir natürlich auch hier kurz gucken. Wobei, das habt ihr mir gesagt, ist, glaube ich, die zweithöchste Stufe, ne? Wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Wald, Wüste,
Schnee und dann verwüstet. Oh, ja. Habe ich vergessen. Wow. Und der Halbi kriecht da hinten übers Land. Ah, dann ist es aber hier entweder. Naja, keine Ahnung. Weißt du was? Wir fahren einfach mal hier weiter. Das ist ja natürlich super krass, ne? Wüste, Schnee. Eine halbe Stunde, dann ist es tatsächlich auch endlich soweit, dass wir wieder hell kriegen. Oh, da geht gerade die Sonne auf da hinten. Das ist natürlich auch super stark. Ja, weißt du was? Dann machen wir halt aus der Farmrunde ins Ungewisse. Wir suchen Städte in anderen Biomenrunde. Mond geht unter, schaut mal. Ich habe eine Siedlung gefunden. Wir fahren gleich gemeinsam rein. Allerdings ist die jetzt im Wüstenbio. Digga! Ich habe ganz vergessen, wie spaßig das mit den Geiern ist. Und der Sonne entgegen. Es scheint aber auch eher so ein Vorort zu sein, oder? Lass mal gucken. Und da drüben ist das Verbrannte, wie ich es genannt habe. Das heißt aber nicht verbranntes Biom, sondern verwüstetes, glaube ich, gell? Vielleicht können wir da reinfahren. Das wäre natürlich irre, wenn wir das ganz schwere Gebiet auch frei hätten. Falls wir mal richtige Action wollen, können wir dann dahin, ne? Angefahren. Und hier ist auch schon der Händler. Wie gut. Wie gut. Aber ich glaube, das ist keiner, den wir schon haben, ne? Oder freigeschaltet haben. Die Hütte sieht nach dem rotbärtigen Typ aus. Ja, aber sehr geil. Hat ihn umgebollert? Hat's ihn umgebollert. Ey, vielleicht finde ich hier gleich schon ein bisschen was zum Farmen, weil das sollte ja auch eine Farmrunde werden, ne? Das ist Holz. Was gab's hier nochmal? Ölschiefer, glaube ich, war das Gebiet, gell? Oh ja, schöne Siedlung. Gras, Wüste, Schnee. Ja, kann natürlich sein, das Schnee zieht sich hier runter, ne? Da ist wieder einer. Die ist irgendwie nicht richtig synchronisiert, habe ich das Gefühl, die Waffe. Also jetzt können wir auf jeden Fall hier Yucca können wir farmen. Das fühlt sich komplett falsch an, das Geräusch mit dem Drücken. Egal, was wir auch immer jetzt folgendes. Alter Schwede, hier ist natürlich auch wieder links einer, rechts einer. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwas sehe, was ich abbauen kann. Zur Not mache ich eine Yucca-Runde, weißt du? Zur Not mache ich eine Yucca-Runde. Schalalalalala. Ich will doch kurz reingucken beim Händler. Weißt du was? Ich farm hier gerade mal ein bisschen was zusammen. Ich hole euch natürlich nochmal rein. Da haben wir was. Da haben wir was. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, dann sehen wir uns gleich, wenn der Händler aufmacht. So kommt man noch ein Stück weiter. So haben wir am Ende alles Mögliche ganz schön bunt gemischt. Neuen Handy und so weiter. Ich muss kurz reparieren. Ich muss kurz reparieren. Das Maschinische ist durch. Was haben wir denn? Naja, also vieles nicht. Hier, ich habe alles kreuz und quer gemacht. Also nicht nur Eisen. Grundmaterialien. Jetzt würden wir mal ganz kurz hier reinschauen. Hier ist noch ein bisschen. Ja, Handy macht auf. Geh mal direkt vor. Komm. Ich werde bestimmt noch öfter anhalten. Weißt du? So, Scharwüppel und Katzüppel. Gehen wir kurz rein, schauen vorbei, sagen Hallöchen. Bisschen was zum Essen vielleicht mitnehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir gleich den nächsten Händler ergattern im Schnee vielleicht. So. War das der Rotbärtige, ne? Bei dem haben wir natürlich noch nichts gemacht. Halt. Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. Naja, rotbärtig. Oh, den habe ich aber auch. Den Cut hat er nicht schon immer gehabt, oder? Servus, Digga. Lass mal kurz gucken. Baupläne, Verbandskasten ist natürlich eine coole Geschichte. Huch, draufgedrückt. Jäger, Bogenschießen, Robotikdrohne. Robotikdrohne, ich meine. Jetzt habe ich sie gekauft, Leute. Jetzt habe ich sie gekauft. Ich habe aber keine Ahnung davon. Aber jetzt gucke ich aber nicht weiter. Jetzt kaufe ich hier nur einen Haufen Scheiß. Warte mal, geschwind. Wie sieht's hier aus? Wollen wir so langsam anfangen, alles mitzunehmen wieder? Ja, wir können ja ein bisschen durchlooten bei den Händlern, die wir jetzt finden.
Machen wir sowieso nicht jedes Mal, ne? Von daher. Da liegt noch ein Rucksack. Vielleicht steige ich mal ganz kurz. Ja, Entschuldigung. Jo, komm, wir gucken kurz den Händler durch und dann machen wir uns auf den Weg zum nächsten, würde ich sagen. Die Drohne probieren wir natürlich dann, ist klar. Sein Safe aufknacken. Ne, ich habe die Drops leider nicht. Und jetzt meine vier Dietriche da verschießen, habe ich auch keine Lust. Wir sind bestimmt nochmal irgendwann hier. Wenn wir mal in der Wüste eine Aufgabe machen wollen oder so. Vielleicht sind ja auch in den anderen Biomen jetzt die Händler, die wir schon kennen, weißt du? Und der bleibt als einziger für den Stream oder so. Ey, schön eingerichtet hier. Erinnere mich gar nicht dran. Weil ich natürlich sagen würde, wir verkaufen dem gleich das Zeug, das wir hier finden. Ich muss ja das nicht alles mitnehmen, oder? Guck mal hier, Buchregale sogar. Jo, wie gut. Irgendwas Neues halt. Motorradlenker. Das kennt man schon. Den verkaufen wir gleich. Wird er wahrscheinlich sagen, das ist doch meine Blaupause. Haben die den ein bisschen verändert hier? Das war doch so nie, oder? Ist richtig detailliert mittlerweile. Gefällt mir gut. So. Ich mache es natürlich jetzt nur in Anführungszeichen oberflächlich. Wir gucken nicht überall in jedes Winkel rein. Was ich halt gerade so ins Auge kriege. Zum Beispiel die Schränke hier. Dösle, Wassergläser. Sehr gut. So, jetzt guck mal, was wir dem verchecken können. Da haben wir schon das Geld fürs Rezept wieder drin. Hallöchen, Popöchen. Hier zum Beispiel. Brauche ich nicht unbedingt. Die behalte ich natürlich. Das hier kannst du haben. Das kannst du haben. Das hier. Die da. Da. Weißt du, sonst habe ich die Taschen gleich voll und dann ist die Reise nicht mehr so spaßig. Time to move on. Alles klar, Digga. Wollen wir die Drohne gleich probieren? Hier kann man natürlich auch noch rein, aber wir kommen ja nochmal vorbei, ne? Dann können wir den Händler in aller Ruhe looten. Ich will jetzt nicht Händler-Loot-Touren machen. So, wo ist die Drohne? Hier. Hallo Freund, wie kann ich dir helfen? Bin ich jetzt erschrocken? Ach nee, oder? Ein Inventar hat sie schon mal. Was noch? Bleib hier. Nehmen. Aufbewahren. Leise. Sprechen. Vergiss es. Hallo Freund, wie kann ich dir helfen? Ey, jetzt können wir Mods halt reinmachen, ne? Das heißt aber, jetzt kommt sie mit, oder? Wie gut. Was machst du, wenn ich hier drauf sitze? Ich habe ja noch keine Mod, dass sie mir mithilft, ne? Sehr, sehr geil. Was macht ihr mit eurer Drohne? So würde mich mal interessieren. Was ist für euch da wichtig bei der Drohne? Pass mal auf. Ich markiere mal die Richtung. Ich würde gerne gucken, ob da die Straße zufällig wieder ins Schneegebiet zurückführt. Jo, die kommt halt mit. Zusätzliches Inventar, oder? Für unterwegs. Schöne Geschichte. War es schon wert, dass wir es gemacht haben. Ich bin gespannt, wie oft es hängen bleibt irgendwo. Also, wie gesagt, wenn wir hier dann unterwegs sind in dem Bereich, können wir natürlich jederzeit die Siedlung noch mit erkunden. Im Moment würde ich erstmal schauen wollen, ob ich noch einen Händler finde heute in einem anderen Biom, ne? Ja, mal gucken, was passiert. Das mit der Drohne, die ist geil geworden. Ich gucke sie mir gleich nochmal genauer an. Ich würde sagen... Ah, okay, hier geht's wieder zurück. Vielleicht ist im Schneegebiet auch gar keine City. Ist auf dieser Map, man weiß es ja nicht hundertprozentig, oder? Drohne ist hinter uns her, das ist super. So, Leute, da haben wir auf die Map geguckt. Vielleicht ist das auch nur ein Zipfel hier und die geht eher darum, weiß ich ja nicht, ne? Fupp.
Und weiter geht's. Also ich hole euch gleich wieder rein, wenn ich irgendwas Neues entdecke, ja? Bis gleich. Ich mag die Drohne, aber ich erschrecke jedes Mal, wenn ich anhalte. Pass mal auf. Du fährst so rum, schaust ein bisschen. Entschuldigung. Und dann kommt die so angeschossen. Ich zeig's euch später. Jetzt pass mal auf. Ich habe hier eine Schleife gedreht. Das Schneegebiet ist also hier tatsächlich zu Ende. Jetzt wäre es natürlich interessant, ob wir hier irgendwo auf eine Straße kommen. Deswegen fahre ich jetzt weiter ins Ungewisse. Oh je. Nur nicht ganz so leichtherzig, weil hier ist echt die Hölle los, was Tiere angeht, ne? Da diese... Guck mal, hier ist dann wieder Wüste. Ich würde sagen, ich fahre einfach ein bisschen im Schneegebiet rum. Wir nehmen uns einfach mal fix eine Zeit, dann nehmen wir ich sag mal, bis um 12 suche ich jetzt eine Straße innerhalb vom Schneegebiet. Und wenn ich die gefunden habe, hole ich euch dazu. Anderenfalls fahren wir rüber ins andere Biom und gucken da nochmal, ja? Deswegen werde ich eigentlich immer gerne vom Händler geschickt. Den kenne ich noch nicht. Wer ist denn der? Huch. Den habe ich noch nie gesehen. Der pulsiert noch, Leute. Ey, hier ist echt die Hölle los, ne? Die Drohne ist immer schön da, das gefällt mir. Der ist ja krass, der kommt aus dem verseuchten Ding hier raus, oder? Genau. Warte mal, geschwind. Mal kurz ankalten, weißt du? Okay, ist einiges dabei. Hier. Ich habe das blöde Gefühl, dass das nicht wirklich ein Schneegebiet ist, wo man Händler finden. Wir werden jetzt hier reingehen, in Richtung der Schatzkarte da halt, ne? Ich glaube, das ist nur ein kleiner Biom-Zipfelschnee. Oder wie schätzt ihr das ein? Hier wird ja wohl kaum noch eine City sein, ne? Wenn ich mir die Größenordnung so angucke. Ich fahre jetzt nochmal kurz hier zur Mitte und dann biegen wir ins andere Biom rein. Ja, falls ich in der Mitte was finde, nehme ich euch mit. Ansonsten sehen wir uns auf der Straßensuche im Verseuchten. So machen wir das. Alter, was ist das für ein Zombie gewesen? Der kann bestimmt noch mehr, oder? Wir fahren mal ein paar Meter zusammen. Ich habe jetzt das Schneegebiet verlassen, das kleine. Hier kommt gerade Loot. Aber wir haben im Moment keine Zeit. Ich fahre einfach mal da hoch und guck runter, weißt du, wenn ich da oben vielleicht irgendwie eine gute Übersicht habe. Boah, scheiße, Bär. Da geht gerade der Drop runter. Oh oh, oh oh, Navy. Ich würde allerdings sagen, wir machen da einen schönen Bereich außen rum um den, sonst muss ich das Magazin leer schießen. Ist gar nichts. Also am schönsten ist wirklich, wenn man einfach weitergeschickt wird. Jetzt habe ich den Bär getriggert, ist klar. Aber dem entkommen wir vielleicht. Ah, da ist noch einer. Ey, ist alles voll mit den Zombiebären hier. Ist ja der Wahnsinn. Boah, hier in diesem Gebirge rumzustaxeln mit dem Mofa ist echt scheiße. Ich probier mal hier durchzukommen. Geier. Die erschreckt mich jedes zweite Mal, erschreckt die mich wie Sau. Wo bin ich denn jetzt? Erstmal weg. Wir fahren mal da links hin dran. Weißt du, hier ist echt blöd mit dem Mofa, ne? Probieren wir mal hier unser Glück. Ja, aber einmal kann man so einen Ausflug machen, finde ich, um einfach sein Glück zu probieren. Was ist im Umland? Kommt mal irgendwo. Boah, Alter, die sind auch so schnell immer. Gut, Westen ist okay, wenn wir auf der Spur bleiben. Es muss halt irgendwo eine Straße sich auftun, sonst haben wir hier wahrscheinlich kein Glück, ne? Sag mal, da hinten scheint es, als wäre das Schneegebiet. Wie ist denn das Biom gemixt? An sich super interessant, gell? Da kommt das eigentliche Schneegebiet. Guck dir das mal an.
Ja, aber als ich das damals gespielt habe, ganz am Anfang, also als ich glaube, das war die Alpha 16, als ich da mal eine längere Runde gespielt hatte, da war das aber alles so gelbstichig. Das glaube ich, hat ein bisschen geiler ausgesehen. Oder es gibt noch ein Biom, das ich jetzt gerade. Ich meine auch, das war lila auf der Map. Da war aber alles, da bist du reingefahren, da war alles verseucht und gelb. Okay. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall zwei Biome aneinander. Ja, guck mal. Ne? Hier beginnt es. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt erst 13 Uhr. Ich fahre jetzt einfach mal, bis ich wirklich irgendwo eine Siedlung finde. Ob es jetzt in dem Biom ist oder im anderen, ist ja egal. Dass wir auch noch mal ein bisschen was haben, außer diese Landschaft. Ich konnte eine Straße finden. Ich wollte es euch eigentlich von ganz oben zeigen, aber hier konnte ich mich nirgendwo richtig festhalten. Wir fahren gemeinsam runter und da hinten irgendwo ist ein Straßennetzwerk. Und dann werden wir wahrscheinlich, wow, mit ein bisschen Glück auch eine Siedlung finden. Das ist jetzt echt der erste, den ich gepullt habe. Vielleicht kann ich hier durch. Ja, ich sehe nur nicht wirklich, wo ich hinfahre. Ist nicht ganz so witzig. Dass ich bis jetzt überall wieder rausgekommen bin, ist halt schon ziemlich cool. Ja, ich bin jetzt aber wahrscheinlich auch die höchsten Stellen gefahren, weißt du? Es ist echt anstrengend, hier kreuz und quer rumzusausen mit dem Ding. Aber kennt ihr ja von eurem Spiel. Hier, pass auf, da geht's los. Hey, was es Wildtiere gibt. Da habe ich einen Weg, aber ich habe eine große Straße gesehen, nicht nur so was Kleines hier. Es wäre halt tatsächlich das Ziel, dass wir in einem der Biome einen Händler finden, vielleicht auch den wir schon haben, weißt du? So, ich mache mal kurz die Map. Hier sind wir jetzt. Kann natürlich hochgehen oder runter. Ich fahre jetzt einfach mal runter. Weil es von oben gerade so ausgesehen hat, als wäre das der richtige Weg. Plus, wir ja im anderen Biom auch noch gerne gewusst hätten, ob der Handy da sein wird, ne? Red Mesa, das war absolut geile Location zum Looten auch und so. Da freue ich mich drauf, dass wir das jetzt hier haben. So. Dann ist auch irgendwo ein Händler im Schnee, ganz klar. Ich meine, das war damals auch schon ein bisschen auswärts gelegen immer oder abseits gelegen, ne? Jetzt hat er Hunger. Ja gut, sobald ich irgendwo einkehren kann, Digga. Jetzt bleiben wir mal kurz zusammen, würde ich sagen. Im Moment. Ja. Wie gesagt, nördlich könnte auch sein, dass die Siedlung ist. Es kann sogar sein, dass wir kurz vor dem Ding, ne? Vor der Siedlung nochmal rumgedreht haben, für die andere Richtung mich entschieden haben. Ja, jetzt pass auf, ich fahre mal ein Stückchen geradeaus. Wenn nicht, biege ich vielleicht nochmal um. Ist halt heute so eine Folge, wo wir hier und da mal reinschnuppern, bis wir was finden, ne? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Hier haben wir endlich auch mal die Hauptstraße. Lass mich mal ganz kurz gucken. Jo. Siehst du, hier ist nämlich schon dieses Verseuchte. Jetzt müssen wir nur den Händler noch finden. Ne? Den habe ich natürlich jetzt noch nicht aufgetan. Aber der ist, da ist er. Oh, ist aber auch einer, den wir noch nicht haben. Ist auch wieder der Rotbärtige, oder? Okay. Das heißt, wir könnten uns dann im Stream zum Beispiel das Schneebiom freischalten, indem wir uns hier irgendwie. Jo, ist auch der Mister mit dem roten Bart. Ich gucke gerade mal kurz bei dem im Automat. Jo. Die Drohne, die geht sogar mit rein, das finde ich ja super. Ich kaufe die jetzt alle. So, einmal hier kurz. Jetzt pass auf. Er hat jetzt halt nur die T1er, ne? I knew you didn't have money the moment I laid eyes on you. Ja, entspann dich, Digga. Ich überlege gerade, ob wir die Zeit nutzen. Weil wir können ja jetzt hier jederzeit wieder einkehren. Die Frage ist halt, wenn ich mir das so angucke, denke ich mal, hier ist Verseuchte, ne? Wir fahren mal die Siedlung raus. Unten, das möchte ich schon noch wissen jetzt. Und zwar einfach mal den Wegpunkt hier hingesetzt.
und gucken, ob wir dann eine Straße ins verseuchte Biom finden. Weil dann hätten wir eventuell die Chance, da noch einen Händler zu finden. Es geht ganz schön viel Zeit drauf, gell, wenn man so eine Tour macht. Du weißt halt nie, und man kann sich natürlich auch spoilern und die Map im Vorfeld angucken. Ich glaube, da gibt es also, gibt's auch Möglichkeiten. Ich weiß, dass es die gibt. Ich habe es nur noch nicht gemacht. Zumindest hier mit dieser Map nicht. Weißt du, wie ich meine? Dann weiß man, wo alles liegt, wo die Städte sind und so. Das kann man natürlich auch machen. Aber ich brauche schon einmal so eine Erkundungstour. Kann er ja dann beim nächsten Mal vielleicht tatsächlich machen lassen. So Leute, ich fahre das jetzt mal aus. Ich hole euch dazu, sobald ich wieder einen interessanten Eindruck habe. Jetzt hätten wir auf jeden Fall die Chance zu sagen, okay, pass auf, wir schalten uns hier im Schneegebiet im Stream was frei. Als ich gerade aufkrabbelt, hast du gesehen. Und dann können wir hier die Mission freischalten, die Vierer. Und dann haben wir da ein bisschen Abwechslung im Let's Play, weißt du? Geil wäre, wenn wir jetzt noch im anderen Biom einen Händler finden würden. Interessantes Szenario. Da vorne sehe ich wieder eine Silhouette von der Stadt. Könnte sein, da kommt die Stadt vom Verseuchten. Und dieses hier, dieses Gebäude hier, könnte unsere Base vielleicht werden. Weißt du, ich meine, ich fand es nämlich schon immer ziemlich stark. Warte mal, geschwind. Wegpunkt speichern, X. Ich schreibe da einfach mal Opt rein, wie Option. Ja? Huch. Auf Overrider nichts mehr gesehen. Wenn da jetzt ein Händler auftaucht, dann haben wir das Ziel der Folge erreicht. Plus, als kleine Zusatzoption, die Drohne gekauft. Boah, Alter, hier. Ich kann mir schon vorstellen, dass es hier gut abgeht. Ich habe doch jetzt hier eine City. Ja, da vorne kommt die Stadt. Vom Verseucht die. Au, oh, Baby. Ist ein bisschen arg abseits, das eine. Hat sich gerade voll so angehört, als ob was kommt, was ich nur kenne. Das wäre doch perfektes Land für direkt, oder? Boah, Alter, dieser Wind, der macht mich mal schon ziemlich... Da hab ich schon Bock. Ich hab schon Bock. Was machen wir mit dem Bär? Ich umfahre den Bärmarkt schön. Au, wegen den Minen nicht hält, ne? Boah, von wegen, ich umfahre den Bär. Da steht schon der nächste Bär. Boah, die hat halt schon Style, die City. Ich weiß nicht, ob es auf dem Ding einen Händler gibt. Oder ist es nur diese, ist es eine eigene Location, dieses Cowboy-Ding hier? Kann sein, dass es gar keine Stadt ist, ne? Oh Leute, ich glaube, das ist gar kein City. Das ist, glaube ich, eine eigene Location, gell? Dann fahre ich da nochmal hin. Jetzt müssen wir nämlich halt gucken, es wird ja auch irgendwann Nacht. Boah, ist das stylisch hier. Es ist schon ziemlich geil, ich mag das. Okay, pass auf, jetzt fahren wir noch da hoch. Ich hole euch gleich da oben nochmal ab. Ich versuche die Bären so gut es geht halt nicht aufzuscheuchen. Fahrt 5 Meter dran vorbei. Ich versuche die Bären nicht aufzuscheuchen, gell? Wo waren die Markierungen hier oben? So langsam kriege ich es raus, wann ich absteigen muss, ne? Weißt du, das hier ist doch mal... Ah, ich hätte hier hin muss. Okay. Also, Mann, dann sehen wir uns gleich nochmal da hinten. Hier geht's noch mit dem Zerschreddern von den Dingern. Boah, weil bleibt dran, Leute. Ich kann jederzeit in eine Mine reinfahren. Irgendwas, da kann jederzeit jetzt was passieren. Das geben wir uns besser zusammen. Ich glaube, hier ist schon die Hölle los. Boah, ich würde sogar eine Stadt finden jetzt hier. Solange wir auf einer Straße sind, kommen wir auch irgendwann in die City, ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Müssen wir uns ein kleines Gebäude schnappen, dann übernachten wir da. Machen wir morgen Nacht das Gebäude. Da ist noch ein Geier, das sind ganz viele. Das ganze Ding ist voll mit Geier. Nimm das, ich bin stolz auf dich, was das Thema angeht. Ja, da vorne kommt sie. Wir haben sie. Wir haben die City.
Oh, I feel so pretty. Fahr ich mit der Community in die City. Oh, Baby. Da war doch noch einer, oder? Zwei. Nameless, Respekt, Digga, für deine Geieraktion. Das war schon ein kleiner Hattrick jetzt. Boah, hier ist aber echt viel los, gell? Schlecht war es nicht. Aber die Runde ging an der Geier. Hä, wie komme ich drauf, dass da City ist? Ich hab doch... Habe ich mich jetzt so getäuscht? Ne, da vorne links sehe ich sogar das Händlertürmel schon, oder? Bitte. Yo. Boah, wie die Mutti da auf dem Feld steht, guck mal. Ist es der Händler? Welcher ist es denn? Der Rekt ist es nicht. Ey, das ist der Joe, oder? Nee, es ist sie. Jetzt haben wir zwei Optionen, weil die haben wir ja auch noch nicht wirklich bedient hier. Hello, Traveler. What's ailing you? You should stock up on medical supplies. Ja. Also, eins der Gebiete schalten wir uns im Stream frei. Hier ist was los, sag ich dir. Wer ist er da hinten? Ja, jetzt pass auf. Mama ist nicht lang rum. Ich überlege mir das. Was haben wir denn heute für einen Tag? Was haben wir denn heute für einen Tag? Dienstag. Dann machen wir jetzt am Wochenende den Stream. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Machen wir jetzt am Wochenende samstags den Stream. Ich würde es in der Freitagsfolge nochmal kurz erwähnen, für die, die gleich gucken und dabei sein wollen. Und bis dahin entscheide ich mich entweder Schneegebiet oder hier dieses Gebiet, wo ich jetzt gerade bin. Suchen wir uns eine kleine Butze im Stream. Das wird dann unsere Außenstelle. Dann schalten wir die Mission frei und in der Let's Play-Folge, also hier im Let's Play, werden wir dann die Vierer-Missionen drin haben. Und bis zur Dreier machen wir im Stream. Ich würde jetzt auch tatsächlich hier einfach die Folge wechseln. Ich muss nämlich jetzt kurz weg und ich weiß nicht, ob ich mir hier was zum Übernachten suche oder ob ich tatsächlich nach Hause fahre und es dann bei uns daheim weitergeht. Das erzähle ich euch dann morgen eingangs der Folge. Ich bedanke mich herzlich für die Reise. Jetzt haben wir einiges dazu bekommen. Also ich muss mal ganz kurz... Die Map ist natürlich riesig gewachsen. Wir haben jetzt alle Biome, inklusive Wüste. Und wir sind sau weit weg von daheim. Sehe ich das überhaupt so weit, wie ich weg bin? Das ist die Drohne. Die Drohne ist was Witziges, muss ich sagen. Nordöstlich ist es, gell, unser Zuhause. Also da hinten irgendwo. Ah ja, da kann man es absehen. 4 Kilometer. Ja, ich sage euch morgen Bescheid, ja? Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Runde und was alles jetzt vor uns liegt. Da wäre auch ein kleines Crackerbrook. Könnten wir auch übernachten und morgen dann heimfahren. Schauen wir mal. So, herzlichen Dank. Bis dann.